Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's, der Paul von Videocheck, und worum geht's heute? Um eine Lampe, und zwar die Phoenix Kopflampe HL60R. Wow. Es ist eine Lampe mit 950 Lumen. Sie hat einen USB-Stecker, quasi, dass man sie im Gerät selber aufladen kann. Ein neutrales Weiß-LED. Ein rote LED, das müssen wir uns mal genauer angucken, was genau das sein soll. Sie ist wasserfest laut IPX8 Standard, hat ein Aluminiumgehäuse und eine Batterie ist mit inklusive. Es wird wahrscheinlich eine Lithium-Ionen-Batterie sein. Schauen wir noch einmal kurz hinten auf den Karton, was haben wir denn hier? Also die verschiedenen Modis: im Turbo-Modus 950 Lumen, im High-Modus 400 Lumen, im Midi-Lumen 150 Lumen, im Low-Modus 50 Lumen, im Eco-Modus 5 Lumen. Zu beachten ist natürlich die enorme Leuchtdauer von 100 Stunden und im Red Light bei einem Lumen auch 100 Stunden. Im Turbo-Modus wären das 48 Minuten, im High-Modus 3 Stunden, im Midi-Modus 10 Stunden. Auf jeden Fall ausreichend Power. Ich würde sagen, schauen wir uns das Produkt mal von innen an. Wir machen mal die Klappe hier auf und ziehen die Schublade hinaus. Und was haben wir da? Wir haben hier zum einen das Stirnband, noch mehr Stirnband mit Lampe, Gummidichtung, ganz wichtig, ein USB-Ladekabel mit Phoenix-Aufdruck und natürlich die Bedienungsanleitung. Die können wir mal getrost weglassen. Ich würde mal sagen, schauen wir uns zuerst die Lampe an. Man kann hier natürlich hier oben das Kopfband noch mit einhängen, das spare ich mir jetzt. Das ist für den Test nicht unbedingt sehr wichtig. Das Gummiband packe ich auch in die Beschreibung rein. Und ich würde sagen, wir schrauben hier mal auf. Und dann wollen wir mal gucken, was die uns da reingepackt haben. Die haben uns eine Original Phoenix 2600 mAh 3,6 Volt Batterie reingepackt. Bevor wir das Ding in Betrieb nehmen, müssen wir darauf achten, hier drinnen liegt noch so ein kleines Plättchen. Das verhindert, dass die Lampe vorher schon in Betrieb genommen werden kann. Und das muss auf jeden Fall raus. Das packe ich mit in den Karton rein. Dann wollen wir die Lampe mal einschmeißen. Ich glaube, so rum war es richtig. Wir haben hier an der Seite einmal diese Gummikappe. Die kann man öffnen zum Laden. Und einmal den An- und Ausschalter. Das Schöne ist bei dieser Lampe, wir haben da drinnen eine Memory-Funktion. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt die Taschenlampe ausschalten, zum Beispiel im mittleren Modus, und sie wieder anschalten, dann startet sie auch wieder im mittleren Modus. Wir haben eine Batterie-Ladezustandsfunktion oder wie man das auch immer nennt. Ne? Und zwar, wir drücken da einmal drauf und wir sehen hier die roten LEDs leuchten. Und das bedeutet, die Spannung der Batterie ist unter 30% und deswegen würde ich sie auf jeden Fall erstmal aufladen nach dem Kauf. Ist der Ladezustand der Lampe über 30%, dann leuchtet nur die weiße LED auf. Also so ein schöner Indikator, um mal hinzugucken, wie voll das Ding ist. Und laden kann man es, wie gesagt, am PC, Netzteil oder sonst irgendwas. Das war jetzt nicht mit dabei im Lieferumfang. Ich würde sagen, warten wir, bis dunkel ist, und dann checken wir das ganze Ding mal ab, wie es überhaupt funktioniert. Und vom Gewicht her ist das Ganze in Ordnung. Es liegt schön auf, es gibt keine Druckpunkte hinterher. Viele kennen das ja, wenn bei manchen Lampen, da hat man dann richtig die Striemen davon. Also das hat man hierbei nicht. Man kann diesen Kopfgurt natürlich oben noch einmal rüberziehen. Gerade beim Joggen ist die Stabilität auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen hervorragender. Und ich warte jetzt, bis es dunkel ist, und dann wollen wir mal den Dunkelheitscheck machen. Die Phoenix HL60R wollen wir jetzt mal in der Dunkelheit testen. Es ist arschkalt hier draußen, es hat gefroren. Und wir wollen das gute Stück einfach mal so durchschalten, damit ihr seht, wie das hier so läuft. Hier, wie gesagt, diese Seite kommt ja Akku rein. Und auf dieser Seite kann man den Akku laden mit einem einfachen USB-Stecker vom Handy zum Beispiel. Und wir schalten die Lampe das erste Mal ein. Wir sehen, sie blinkt mit Rot da drinne. Das bedeutet, Batteriespannung ist unter 30%. Alles, was drüber ist, blinkt, ist weiß. Okay, wir schalten das Ding durch. Also wir haben hier verschiedene Leuchtmodis. Rot gehört auch dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Also dafür, dass es vorne ein relativ kleines Loch ist und ein kleiner Strahler, macht das Ding ordentlich Licht. Also richtig schön weit. Ist jetzt nichts Punktuelles, aber hundertprozentig. Wir schalten mal die verschiedenen Stufen durch. Ja,
Jawohl, das war die Phoenix, der große Test. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin überrascht. Vorne ist so ein kleines Loch mit drin mit der Mini-LED und das macht so viel Licht, hätte ich nicht gedacht. Wer sich noch mehr für diese Lampe interessiert, sollte unten in die Titelbeschreibung reingucken. Da ist auch der Link, wo man es kriegen kann. Bis dann, euer Paul vom Videocheck.